Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Du findest die im Video verwendeten Bulk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsbeläge in deinem Auto zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsscheiben herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen, das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langlocks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Versichere dich, dass du den Bremssattelkolben so weit wie möglich hineingestoßen hast, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst. Hebe mit einem flachen Schraubenzieher die Haltefeder der Bremsbeläge an und ziehe sie heraus. Lasse während des Vorgangs immer einen Finger auf der Feder, damit sie nicht wegspringt. Nimm mit Hilfe eines ziemlich schmalen Schraubenziehers die beiden Verschlusskappen von den Schrauben an der Gewindestange ab. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 7 mm Inbusseinsatz die beiden Schrauben von der Gewindestange ab. Nimm den Bremssattel ab. Du kannst dann die Bremsbeläge entfernen. Du kannst nun die Halterung entfernen und sie auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Und setze den Bremsbelag auf der Seite des Kolbens wieder im Bremssattel ein und dann den anderen in der Halterung. Du kannst nun den Bremssattel und die obere Schraube an der Gewindestange wieder anbringen. Schraube zum Schluss die untere Schraube an der Gewindestange wieder an. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Klemme die beiden Verschlusskappen wieder an. Bringe die Haltefeder der Bremsbeläge wieder an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto nach dem Bremsscheibenwechsel wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Bitte unterstütze uns, like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.